umeinander. Alex, da alles gut zurück. Oh, ich muss da rutschen. Kaiser, ich müsste mich schön machen, also habe ich es versucht. Ja, liebe Medienschaffende, liebe Fans hier im Livestream, herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz. Wir sind in der nicht ursprünglich geplanten Besetzung. Der Heiko Vogel muss sich leider entschuldigen lassen. Sein Flug von heute Morgen am 8. Uhr ist wegen Eisregen gestrichen worden. Und jetzt ist er am Mittag geflogen. Jetzt ist er nochmal zwei Stunden im Flugzeug gesessen. Er sitzt immer noch im Flugzeug. Vielleicht schafft er es dann auf ein Apero noch zu kommen. Aber im Moment sitzt er noch im Flugzeug und wir müssen davon ausgehen, dass es leider der Flug auch nicht wird stattfinden, wegen Eisregen und vereister Startbahn in München. Nicht minder freuen wir uns aber natürlich, dass unser Präsident, der David Degen, und unser Cheftrainer, der Alex Frey, heute hier sind. Und gern würde ich zuerst das Wort an unseren Präsident, David Degen, geben für eine kurze Begrüßung von seiner Seite. Also nochmal von meiner Seite, vom ganzen Verwaltungsrat, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr alle gekommen sind. Ich weiss, es ist lange Zeit vergangen, dass ich mal wieder vor Mikrofon getreten bin. Und darum glaube ich, heute ist ein guter Zeitpunkt, kurz vor Weihnachten. Und noch ein paar interessante Spiele von der WM vor uns. Hat Simon jetzt gerade gesagt, sehr schade, dass der Heiko Vogel heute nicht da sein kann. Bedauere es natürlich unheimlich, aber das Wetter macht es, was will. Vielleicht kurz von meiner Seite zwei, drei Punkte zu der Hinrunde. Ich habe es schon in einem Video auf unserem eigenen Kanal gesagt. Sehr durchwachsene Saison mit Höchst und Tiefs. Sicher einige Spiele gehabt, wo wir, sage ich mal, nach dem Spiel nicht gewusst haben, wieso wir nicht als Sieger vom Platz gegangen sind. Sicher auch einige Punkte liegen lassen, die wir hätten einfahren müssen. Fakt ist, der Abstand auf IB ist zu gross. Fakt ist auch, dass wir Stand heute nicht auf dem sicher anvisierten zweiten Platz sind. Und das sind natürlich Punkte, die wir können auch in der Rückrunde korrigieren können. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, wir haben die Gruppenphase von der Conference League geschafft. IB hat es nicht geschafft. Das möchte ich auch mal vielleicht hier erwähnen. Wir haben es geschafft. Das ist vielleicht ein Punkt, der bei vielen untergegangen ist. Das tut man gleich mal vergessen. Und wir überwintern. Zwar auf dem zweiten Platz, und ich habe es auch gesagt, wenn man natürlich unsere Gruppen angeschaut hat, dann hat man natürlich das Potenzial gehabt, auf den ersten zu kommen. Ich habe es eigentlich auch gehofft, dass wir Erste werden, aber wir können das jetzt noch im Februar korrigieren. Dann möchte ich noch erwähnen, Göpp, habe ich auch gesagt, möchte es auch nicht schönreden. Überwintern wir zwar, aber eine Runde weniger, und da kommt es zum heissen Duell in Zürich gegen GC. Somit ist meine Hinrundenbilanz plus minus durch und möchte das Wort an Simon oder an Alex übergeben. Oder gerne direkt an euch. Dann können wir direkt in die Folgerunde starten. Bitte jeweils aufs Mikrofon warten, dass man es im Livestream auch gut hört. Wer möchte anfangen? Oli Gut von der Basler Zeitung. Wir haben ja einen langen Katalog, darum muss ich anfangen. Frage an dich, Dave, gerade zuerst, bevor der Alex dann sicher auch gleich mal zu Wort wird kommen. Heiko Vogel ist zwar nicht da, trotzdem denke ich, müssen wir zum Heiko Vogel auch fragen. Also, was hat euch bewogen, ihn als Sportdirektor zu verpflichten, zumal er diese Funktion so noch nie hatte? Wie soll die Funktion bei euch genau aussehen? Gerade wenn man daran denkt, der Sportdirektor, den Titel tut man oft auch mit Transfers, mit Verhandlungen in Verbindung setzen. Jetzt steht man aber zumindest stark unter dem Eindruck, das ist ein Part, wo nach wie vor du der Lead wirst haben. Kannst du da mal ein bisschen möglichst ausführliche Auskunft darüber geben? Gerne, sehr gerne. Also, es ist immer klar, ich weiß es nicht, ob es Mai oder Juni war, als ich das auch angekündigt habe, dass wir einen Sportchef, Sportdirektor, wie wir es nennen will, suchen. Es war klar, wie wir den ganzen Club ausgerichtet haben von der Professionalität, dass wir nicht den klassischen Sportchef suchen, sondern dass wir einen Sportchef suchen, der andere Qualitäten mitbringt als der klassische. Der klassische Sportchef kümmert sich um Transfers, um Agentenpflege und diverse andere Sachen. Für uns war wichtig, dass der Sportdirektor, der zum FCB kommt, dass der als Bindeglied sein soll vom VR, zum Sport, dass der den Sport führen soll, dass der soll
die tagtägliche Arbeit vom Staff und von der ersten Mannschaft neu begleiten und dementsprechend auch, wenn es braucht, sehr grossen Einfluss nehmen. Das ist das, was wir gesucht haben und darum ist der Heiko Vogel, es war ein längerer Prozess gewesen, und darum ist der Heiko Vogel aus unserer Sicht ganz klar eine Top-Lösung. Es ist eine Lösung, die wir angestrebt haben, weil er eben, er bringt das Trainerfachwissen mit, ist dementsprechend auch bei Bayern in einer nachausleitenden Funktion gewesen. Von dem her weiss er schon, auf was ihn auf einen anderen anzukommt. Aber nochmal, da möchte ich ganz klar betonen, er ist geholt worden, um den Staff und die erste Mannschaft sehr nachzuführen. Zum weiteren Punkt, den ich auch noch sagen möchte, du hast gerade erwähnt, wir haben noch vielleicht schnell das Wort vor erwähnt, Professionalität. Wir haben eine Scouting-Abteilung mit Chefscout Max Legat. Wir haben einen Kaderplaner, technischen Direktor Philipp Kaufmann, wo nochmals, das möchte ich heute und ganz klar betonen, eine hervorragende Arbeit macht und gemacht hat. Ich meine, es sind ganz schwierige Situationen vorgefunden worden, die wir bravourös im Team gelöst haben. Da möchte ich einfach sagen, als wir den Club übernommen haben, haben wir natürlich vom Lohngefühl ganz etwas anderes angefunden, als wir heute haben. Das sind alles Probleme, die wir haben lösen müssen, die wir haben anpacken müssen. Und Philipp Kaufmann hat da einen ganz grossen Teil mitgewirkt und ist auch ein grosser Teil. Einen grossen Teil von dem Erfolg kann man ihm zuschreiben. Das möchte ich ganz klar so betonen. Philipp Kaufmann wird in Zukunft nicht weniger wichtig, sondern er wird in seinem Part, also in seinem Teil, wo er daheim ist, wo er seine Stärke hat, vor allem im Verhandeln, im administrativen Bereich, sehr viel Einfluss nehmen. Und darum ist es eigentlich aus unserer Sicht, aus Clubsicht, aus VR-Sicht die perfekte Ergänzung. Jetzt noch zu meiner Person, weil die ist auch noch erwähnt worden. Es ist klar, ich habe einen Einsitz in der sportlichen Kommission, Transferkommission, wie das auch immer nennen. Ich bin am Schluss zum VfL der Obhut vom Sport, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz kann der Heiko und mit seinen Leuten, Philipp Kaufmann und allen, wirken und hat die vollen Freiheiten, die er braucht, um das Amt zum vollen Gewissen und Wissen können auszuüben. Ich glaube, das muss sich jeder bewusst sein. Ich habe es in unserem Video kurz erwähnt und möchte es auch nochmal betonen. Es sind zwei, drei Personalentscheide gegeben, die ich nicht mitgetragen habe. Ich aber überstummen worden bin. Und in dieser Kommission ist es jetzt 3-2. Das heisst, es ist nicht mehr einer, es kann nicht mehr 2-2 sein und einer muss richten. Sondern wir, uns allen, glaube ich, und das lebe ich vor, und das wissen die Leute auch, es geht um das Wohl vom FC Basel, es geht um die Zukunft und es geht vor allem um den sportlichen Erfolg. Und der sportliche Erfolg, und das weiss ich aus allem, was ich mitgemacht habe, schon im Fußballbereich, ist nicht eine One-Man-Show und ist vor allem nicht eine Meinung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es auch mal alle noch mal deutlich zu hören bekommen. Wir fällen einen Entscheid gemeinsam. Anschlussfolge. Du hast jetzt schon vorgerechnet wegen der Kommission, dass es eine ungerade Zahl ist, sprich 5. Wer ist jetzt in dieser Kommission? Also bis jetzt hat man sich vorgestellt, am Schluss tust du mit dem Mitbesitzer dich finden, ob man etwas macht, ob man etwas nicht macht. Ich meine, wer sitzt in dieser Kommission und sagt dir denn den Spieler holen? Wir 3-2, 4-1, alle 5 einstimmig, whatever. Nein, es ist klar. Also die sportliche Kommission, beziehungsweise jetzt Sportdirektor Philipp Kaufmann, Abspruch natürlich mit Alex, dem Chefscout, machen Vorschläge. Und die Vorschläge basieren auf dem, was der finanzielle Rahmen vorgibt, den wir im VfL vorgeben. Es ist klar, dass sie nicht Spielerdossiers oder Cases anlangen müssen, die völlig nicht realistisch sind. Sondern sie wissen, wo sie sich bewegen können, sie wissen, was sie machen können und sie wissen auch, was realistisch ist. Und darum ist es klar, am Schluss der finanzielle Rahmen gibt der VfL. Ob wir etwas machen können, vom Budget her, gibt auch der VfL. Die Umsetzung machen die anderen. Und nochmal zum Thema sportliche Kommission, technische Kommission, wie man es immer nennen will. Es ist klar, dort herrscht das Mehrheitsprinzip. Nur damit wir es alle verstanden haben, das heisst, in dieser Kommission wird ab 1. Januar der David Tage sitzen, der Philipp Kaufmann sitzen. Du darfst gerne dazwischen reden, wenn etwas nicht es gibt im Moment nichts dazwischen zu reden. Alex Weiter. Frey sitzen, der Max Legat sitzen. Und neu auch der Heiko Vogel sitzen. Der Alex Frey wird nur bedingt dazugehören.
Also sind es doch vier oder haben wir jetzt also, einen vergessen? Also ich möchte, also Spielerentscheid ist immer in Abspruch mit dem Cheftrainer. Aber es gibt eine Clubphilosophie und es gibt immer eine Trainersicht. Clubphilosophie ist über alles. Das heisst, mir geben, also Clubphilosophie gibt vor, dort holen wir auf, mache jetzt ein Beispiel, linke Verteidigung holen wir Spieler, die und die Stärken, Schwächen, die und die Parameter und so wird gescoutet. Und wenn sag ich mal, 1 bis 3 je nachdem Profil gibt, dann werden die mit dem Trainer besprochen. Und dann wird am Schluss entschieden, auf welchen Spieler du gehst. Aber es ist natürlich so, dass meistens der Spieler, sagen wir mal in 80% in der 80% von der Fälle, dass der Spieler, der am Schluss gewünscht ist von allen, dass der meistens dann nicht realistisch ist bzw. wegfällt aus verschiedenen Gründen. Wer ist die fünfte Person? Ja, also gibt es jetzt eine fünfte Person? Im technischen Sinn, wie du meinst, ich also, ist 5. In der Endauswahl ist 5. In der tiefgründige, wer Auswahl ist, ob es so eine 2, 3, 4 kommt, ist es 4. Weil Alex auch eine Stimme hat. Richtig, okay. Dann ist es 5. Darum, dass es Endauswahl gesagt wird, die ist 5 und sonst 4. Und Namen sind in dem Fall alle korrekt aufgezählt. Ja, richtig. Darum, ich bin nur auf die Entscheidung ausgegangen und nicht um das, was vorher passiert. Michi Wettstein von now.ch. Alex, ich habe eine Frage an dich. Was wünschst du dir vom Dave auf die Weihnacht, so spielertechnisch? Ich bin jeder, und das kann der Dave auch bestätigen, ich bin und werde auch nie Kategorie Trainer sein, der wöchentlich 3-mal im Büro steht und sagt, das und das brauche ich. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Selbstverständlich gibt es einzelne Ideen, ob jetzt die von mir kommt oder von uns als Gremium, wo wir müssen, besprechen müssen. Ja? Aber im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden, wie es ist. Dann die Anschlussfrage an Dave. Was hast du noch vor? Was wir vorhaben, ist, den 2. Platz zu erreichen. Das ist klar. Was wir vorhaben, das ist nochmal. Ich habe es auch schon ausgeführt. Es ist nicht das Ziel, viel zu machen. Es ist, wenn sich etwas ergibt und vorhergesehen ist oder irgend. Sich eine Chance gibt bei irgendeinem Case, dann muss man sich überlegen, aber sonst nicht. Es ist definitiv klar, dass wir eher auf der Abgangsseite sicher einiges werden müssen machen. Aber vielleicht noch zum Alex, das ist klar, ein Trainer, das ist ja gut, das ist auch Ehrgeiz geschuldet. Ist gut, wenn er immer fordert. Dann ist auch die sportliche Leitung gefordert, um etwas können zu machen. Was dann realistisch ist, ist immer auf einem 2. Blatt Papier geschrieben. Dann war der Stefan Kreis vom Blick zuerst. Ja, es gibt das berühmte Zitat von Bernhard Häuser, das ist mittlerweile 10 Jahre alt, nach der Entlassung von Heiko Vogel. Ein Trainer muss in der freien Straße posten. Jetzt habe ich einen absoluten Total-Blackout. Zum Glück haben wir das nicht live gestreamt. Du, heute sind wir nicht so in Form, was ist los? Nein, ich bin nicht so. Es ist Weihnachten gleich. Nein, es hat geheißen, dann sei zu wenig in Basel, der Heiko Vogel. Deiner Meinung nach, schreibst du einem Trainer vor, wo er posten muss? Nein, mein Motto im Leben ist Leben und Leben lassen. Ich beurteile die Arbeit, ich beurteile Professionalität und alles andere würde ich nie anmassen, wo er etwas zu machen hat in seinem Privatleben. Das ist Privatleben, das kommt mir nicht an. Wichtig ist die Leistung und die Performance und der Erfolg. Michi Wettstein zuerst. Ja, nochmal eine Frage an Alex. Wie sieht es eigentlich beim Fabian Frey aus? Planen ihr die Rückrunde mit ihm? Kommt er jetzt mehr Mannschaft oder was hast du da vor mit ihm genau? Weil es ja so ein eine durchzogene Vorrunde war mit ihm, oder? Irgendwie hast du ihm ein bisschen helfen auf Katar, aber immer überzeugt hat er dich ja auch nicht. Der Fabi Frey war in der ganzen Vorrunde ein wichtiger Spieler. Das hat er auch immer gewusst, unabhängig und wichtig. Tun ich mit ihm nicht definieren nach Einsatzzeit, sondern tun ich definieren nach Verhalten. Das ist sehr gut gewesen. Am Ende des Tages ist er auf Katar. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen.
aber ich werde sicherlich nicht am 14. Dezember sagen, was seine Rolle ist in der Rückrunde. Fakt ist, er ist Captain von dieser Mannschaft, er ist ein wichtiger Spieler von dieser Mannschaft und alles andere wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass immer das Wichtigste ist, als Trainer, Trainer, Spieler, Spieler, Trainer, dass man authentisch ist und dass jeder Spieler immer weiß, woran er ist. Christoph Kieslich, bitte. Hallo miteinander, David Degen. Kannst du noch sagen, wie lange der Heiko Vogel unterschrieben hat? Das ist, glaube ich, nicht kommuniziert worden damals. Und Alex Frei, was versprichst du dir speziell von der Zusammenarbeit mit dem Heiko Vogel? David hat es im Video angeklingen lassen, sitzt er auf der Bank während des Spiels. Also habt ihr da schon etwas besprochen? Soll ich zuerst antworten, oder der Dave? Also vom Heiko. Der Heiko ist ein grossartiger Mensch, aber er ist nicht beim FC Basel als Sportdirektor, weil er ein grossartiger Mensch ist, sondern weil er ein unglaubliches Fachwissen hat. Ich bin ein Mensch, der jeden Tag lernen will. Und wenn ich so eine Unterstützung wie vom Heiko kann haben, wo auch ein Loyalitätsprinzip lebt, dann werde ich das jeden Tag nutzen. Er wird so nahe wie möglich bei uns am Trainerstab sein, weil wir alle noch profitieren können. Und ob er auf der Bank wird hocken, dass der Entscheid überlasse ich ihm. Wenn er von meiner Seite ja, sehr gern. Aber wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht. Aber das ist ihm sein Entscheid. Ich glaube, es ist nicht relevant für die Öffentlichkeit wichtig. Ich glaube, also jedem die Spieler sind wichtig, Trainer. Alles andere möchte ich eigentlich nicht kommentieren, weil ich finde, jeder, der weiß, wer am FC Basel schafft, es geht am Schluss nur um den Erfolg und die Performance. Ich muss vielleicht noch einen Einwand machen. Es ist mir doch ein Fehler unterlaufen, weil ich einige Gedanken habe zu der TK. Dort sitzt natürlich der Marco Strella drin, darum sind es 5. Mit dem Alex wäre es 6. Also, es ist, dass mit dem Lapsus passiert ist, also sorry Marco, einfach noch erwähnt, aber eben, siehst, das ist, wenn man im manchmal in den Tunnel innen ist, sorry. Das war deine Frage? Nein, ich hatte das nur. Auch im Tunnel innen. Dann bitte nochmal Stefan Geis. Wenn man Heiko Vogel googelt, dann kommt relativ schnell ein Artikel zu seiner Aussage gegenüber einer Schiedsrichterassistentin, dass Frauen auf dem Fußballplatz absolut gar nichts verloren haben. Ist das ein Thema gewesen bei der Anstellung? Haben wir das besprochen? Ist das aus der Welt geschafft? Wir haben es besprochen. Er hat jetzt seine Erklärung gegeben. Und ich glaube, da soll sich der Heiko dann persönlich dazu äußern. Wichtig ist, er hat seinen klaren Standpunkt und ich glaube, es ist mehrmals aufgearbeitet worden. Nur die Presse interessiert sich meistens für nicht das danach, sondern nur das, was passiert ist. Das müsste der Heiko Vogel fragen. Stefan Gugnach, bitte. Frage an Alex Frei. Es ist ja bekannt, dass mal die Idee war, dass du zusammen mit dem Heiko Vogel die erste Mannschaft übernimmst vor ein paar Jahren. Wie glücklich bist du, ihn jetzt als Sportdirektor dabei zu haben? Und ist es dein Vorschlag gewesen, an David Degen zu holen? Oder wie sind auf die Personalien gekommen? Nein, wir sind auf die Personalien gekommen. Relativ, es ist so gewesen, wie der Dave gesagt hat. Man hat seit längerem jemanden gesucht, wo die Rolle ausfüllen kann beim FC Basel. Die Rolle ausfüllen beim FC Basel ist nicht immer ganz einfach. Weil ich, oder mir, vor allem der Dave, der ja nachher die Personalien auch einstellt, ein hohes Maß an Loyalität voraussetzt. Dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden auf dieser Sportdirektor-Position. Und das sind zwei, drei Namen gewesen. Und selbstverständlich haben wir irgendwann einmal mich gefragt, du, was hältst du von dem und von dem? Kannst du mit dem zusammenarbeiten oder mit dem nicht? Weil da gibt es auch durchaus solche, die ich mir das nicht vorstellen kann. Was zwar nicht unbedingt relevant sein sollte, aber gleich finde ich es schön, dass man mich fragt. Und dann irgendwann ist man beim Heiko Vogel stehen geblieben. Und warum beim Heiko Vogel? Weil der Heiko Vogel ja erstens eine Vergangenheit hat beim FCB, das ist aber nicht das primäre Kriterium. Zweitens war er selber Trainer, ein erfolgreicher Trainer. Drittens hat er eine Nachwuchsabteilung selber geleitet, wo ich muss sagen, Bayern München leiten ist nicht ganz so einfach. Also er hat auch diesen Einblick,
Viertens ist er ein guter Mensch und fünftens ist er loyal. Also sind wir schon bei 5 Punkten, die relativ ja, ganz okay sind für einen Sportdirektor. Alle gut von der Batz. Du hast im Zusammenhang mit dem Heiko Vogel jetzt zweimal seine Loyalität betont. Man kann natürlich auf die Idee kommen, da ist dann schon wieder der nächste Trainer parat, weil das ist das, was er größtenteils gemacht hat bisher. Keine Sorge, kein Gedanke, da bist du 100% überzeugt. Achtung, da gibt es ja immer. Das ist ja immer so, David Tage zu mir. Okay, da gibt es ja eine private Basis und das ist ja das, was ich immer wieder versuche zu erklären, dass es eine private Basis gibt, also eine menschliche Basis und eine Präsident-Trainer-Basis. Und die menschliche, die ist jeden Tag begleitet von Sprüchen, von Wärme, von lustig sein. Und dann gibt es eine Präsidentenseite, die ist auch durchaus hart, he? Achtung. Und dann gehen wir zum Heiko. Und der Heiko weiss ich auch, dass irgendwann vielleicht der Moment ja wird kommen, müssen kommen, wo er sagt, du Alex, wir müssen jemand anderes suchen. Das kann sein. Aber das wird nie, ob jetzt der Dave mein Präsident ist oder der Heiko, der Sportdirektor, nie für mich einen Einfluss haben, weil ich das trennen kann. Weil ich das klar kann trennen kann, weil das eine ist Geschäft, okay? Und das andere ist privat. Und das ist ja eigentlich das Gute, dass es bis jetzt, muss ich sagen, sehr, sehr gut gelungen ist. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, nein. Noch eine Nachfrage, also jetzt nicht in dem Zusammenhang direkt, aber auch wegen Heiko Vogel und wie man auf ihn gekommen ist. Du hast gesagt, du seist ein Mensch, der lernen wollte. Du hast das auch aus eigenem Antrieb gesagt vorher. Also muss man daraus auch ein bisschen schliessen, dass du durchaus gesehen hast, du brauchst nochmal eine Unterstützung in dieser Form. Jemand, der das mitbringen kann, aufgrund von deinem ersten halben Jahr jetzt auf Stufen FCB-Cheftrainer. Hat man mehr dir nachgelegt, dass man noch so jemanden holt für dich, weil man von aussen gesehen hat, also von aussen, intern von aussen. Das wäre gut, Alex, hat da noch jemanden. Wie war der Prozess gewesen? Nein, der Prozess ist so, dass wir eigentlich gesamthaft der Meinung waren, dass es so jemanden braucht. Und wenn du aber mich direkt fragst, ja, ich habe nicht gebeten um die Unterstützung, aber zumindest habe ich gesagt, es wäre von Vorteil, wenn eine zusätzliche Unterstützung da wäre. Das ist so, ja. Ganz der Vollständigkeit halber, hat das einen Einfluss auf den restlichen Staff? Nein, keiner. Vielleicht möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Ich meine, also die Möglichkeit, dass der Satz zu hören parat steht, ist nicht in keinster Weise irgendwo ein Thema oder Diskussion. Also das kann ich wirklich vehement bestreiten. Und die Gedanken haben wir definitiv in null. Also wirklich, das möchte ich wirklich da mal klar betonen. Darf ich in dem Fall gerade nachfragen, was hat der Heiko Vogel in dem Zusammenhang gesagt? Hat er irgendwie so etwas gesagt wie, ich habe im Moment überhaupt keine Pläne, irgendwo wieder Cheftrainer zu sein oder sowas in der Art? Ich meine, als wir mit ihm diskutiert haben über die Sportdirektorposten, dann war die erste Reaktion, ja, kann ich mir vorstellen. Weil wenn er die Gedanken noch stark hat, weil er Cheftrainer zu sein, dann hat er sicher mal gewisse Zeit überlegt und sagt, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber... Und ich, das ist in keinster Weise, ja, kann ich mir vorstellen. Das war dann da. Und ich glaube, das war ein klares Statement und ich glaube, er hat sich genug Gedanken gemacht darüber, auf was er sich einlässt. Er weiß auch, dass es eine andere Funktion ist als Cheftrainer. Und darum bin ich mir, also nochmal nach der Reaktion und alles, was passiert ist, weiß ich ganz genau, was er weiß, was auf ihn zukommt. Ja, bitte. Ja. Darf ich eine Nachfrage stellen dazu? Der Heiko, bei allem Respekt, hat den Posten beim Club, auch von der Größe wie beim FC Basel, noch nicht ausgeübt. Also besteht nicht auch ein gewisses Risiko, da er auch ein Anfänger ist dann auf dieser Ebene? Ja, das ist eine sehr vage Aussage, wo ich muss sagen, also mal Punkt 1, er war Cheftrainer, erfolgreich. Das heisst, er weiss, wie eine Mannschaft führen. Wenn man unsere internen Strukturen kennt, dann weiss jeder, was wir für ein sehr professionelles Scouting haben.
was wir für ein Auswahlverfahren haben für Spieler, wie wir scouten. Von Video über Live-Scouting und alles. Und ich glaube, da muss sich schon mal. Wir sind nicht vergleichbar mit einigen anderen Clubs. Und wir gehen da wirklich den konsequenten Weg von der Professionalität. Und wir sind so aufgestellt, dass alles, eigentlich vieles schon geht. Und das Puzzleteil, das jetzt fehlt, bringt der Heiko mit. Und ich glaube, der Heiko wird noch einiges können zusätzlich verstärken, was wir jetzt schon aufgebaut haben. Und das ist am Schluss das Ziel. Weil wir haben grosse Aufgaben. Ich habe immer gesagt, immer betont, wie wichtig unser Campus, unser Nachwuchs ist. Das ist unser Herzstück und wird es immer bleiben. Und darum, die Aufgaben sind gross und die Challenge ist gross mit dem Club FC Basel. Sebastian Wendel. Ja, Dave. Der Alex und der Heiko verstehen sich bekannterweise gut, auch seit es Basel auseinandergegangen, immer wieder Kontakt gehabt. Ich verstehe, dass es der Heiko geworden ist, auch als, indirekt als Stärkung von Alex. Stimmst du mir dazu? Nochmal. Ich glaube 100% an Alex. Das wäre heute nicht mehr da. Das müsst ihr wirklich wissen. Vorrunde habe ich gesagt, du wachst. Aber ich glaube, Alex ist ein junger Trainer. Er weiß, auf was er muss schauen muss. Er weiß, wo er seine Schwächen und seine Stärken hat. Er weiß, wo er sicher Verbesserungspotenzial hat. Und das ist ja genau die Kunst, das Gute von einem Menschen. Dass sich der dann entwickelt und seine Fehler ausmerzen und das in der Rückrunde die Fehler, die er gemacht hat, verbessert und besser macht. Ich glaube 100% daran. Ich glaube auch an die Mannschaft, an jeden einzelnen Spieler. Und das sind die Voraussetzungen, wo wir heute in dieser Konstellation da sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ihr das auch alle wisst. Das ist eine Stärke von uns und das wird auch so bleiben. Und wir gehen gemeinsam durch dick und dünn und wir werden zusammen erfolgreich. Stefan Kreis, bitte. Ja, Dave, du hast es vorhin erwähnt, du stehst öffentlich nicht so oft an. Ist Heiko Vogel auch so ein bisschen ein Gesicht und eine Stimme gegen aussen? Ist das auch ein Stück weit seine Aufgabe dann? Auf jeden Fall, der Heiko soll sicher medial der Alex auf gewisse Hinsicht in einigen Punkten entlasten. Weil, sage ich mal, das ist auch ein Punkt, der fehlt. Ihr wisst, dass ich eigentlich immer Rede und Antwort stehe. Ich bin sicher redegewandt, aber für mich ist es absolut wichtig. Und das ist auch nochmal, dass ich das möchte betonen. Mir geht es nur um den Erfolg vom FC Basel. Ich möchte nicht meine Person in den Medien oder überall sehen, sondern wenn es muss sein, stehe ich an. Ich stehe eigentlich, also nicht wenn es muss, ich stehe immer an. Ich stehe vor allem dann an, wenn der Wind bläst. Aber mir ist wichtig, und da lohne ich gerne Raum für andere Menschen, mir ist wichtig, dass der FC Basel Erfolg hat und dass der FC Basel dort wieder ankommt, wo er angehört. Und das ist das oberste Ziel. Und darum mache ich mich, oder möchte ich mich auch nicht zu viel in den Medien oder im Rampenlicht oder was immer, Pressekonferenz oder was auch immer sehe. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr das von meiner Seite auch mal wisst. Das sind die einzigen Gründe. Ich möchte im Hintergrund mit dem Team gut arbeiten und die Weichen stellen und die richtigen Leute auswählen, dass der FCB maximal Erfolg hat. Tilman Pauls zuerst, bitte. David, in der Ankündigung von Heiko Vogel ist auch der Name Valentin Stocker aufgetaucht. Kannst du ein bisschen sagen, wie ist gerade der Stand bei ihm, was macht er und verändert das jetzt irgendwie was an dem langfristigen Plan, den ihr für Valentin hattet, dadurch, dass Heiko Vogel jetzt dann ab 1. Januar kommt? Wichtig und jeder, der weiß, wo mich kennt, wie ich bin, ich bin sehr transparent und jeder weiß, wo er dran ist. Dementsprechend hat Valentin Stocker die Chance gehabt, Ja zu sagen. Das möchte ich ganz klar betonen. Und mit Valentin Stocker habe ich mich austauscht. Und er hat gesagt, es kommt für ihn zu früh. Dementsprechend geht der Weg von Valentin Stocker genau gleich weiter. Und was dann in ein, zwei Jahren ist, das kann ich heute nicht sagen. Das wird sich dann zeigen. Michi Wettstein, bitte. Ja, Dave, eine Frage an dich. Ist der Heiko Vogel so etwas wie ein Frühstücksdirektor? Also ein Früher? Ein Frühstücksdirektor. Was ist das? Ja, das ist einer, der immer da ist, der Alex entlastet, aber am Schluss nichts zu sagen hat. Nein, also, habe ich vorhin schon gesagt, der Heiko hat alle Kompetenzen, die braucht, der Sportchef. Er kann umsetzen, kann entscheiden. Aber es ist ja schwer vorstellbar, dass du das letzte Wort hast. Was ist für dein letzte Wort? Du hast den Daumen oder ab am Schluss. Du bist der Chef. Schau, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, dann entscheidet der Verwaltungsrat, welchen Rahmen es gibt. Alle anderen Sachen ist operatives Business und entscheidet jetzt, stand heute Heiko.
Also, der Heiko ist jetzt Chef der sportlichen Abteilung und entscheidet. Sebastian Wendel, bitte. Ja, ich weiss nicht, wer von euch die Frage beantwortet. Ihr habt anfangs gesagt, ihr wollt das Kader reduzieren jetzt im Winter. Sind die betreffenden Spieler informiert worden? Könnt ihr sagen, wer das betrifft? Und vielleicht gerade noch speziell die Nachfrage, wie ist der Stand beim Adam Schalay? Also, alle Spieler sind informiert. Wer sich genau handelt, möchte ich jetzt nicht thematisieren. Adam Schalay ist Stand der Dinge ist so, dass er im Mannschaftstraining wieder war. Also gesehen heisst, meine, jetzt ist im Moment Pause, darum sage ich gesehen. Ob er am 2. Januar noch kommt, das werden wir sehen, was die Zeit bringt. Also ich kann nicht in die Glaskugeln schauen. Kannst du Zahlen nennen, wie gross die Karte so aussieht? Alex, willst du etwas zu dem sagen? Also. Nein, also grundsätzlich ist es so, dass wir immer transparent sind, authentisch. Alle Spieler, die auf Leih weggehen, die auch weiterhin eine Zukunft haben beim FCB, aber die nicht die nötige Spielzeit bekommen haben und auf Leihbasis müssen gehen, die wissen es. Bei denen, wo man eher anstrebt, dass ein anderer Club für den nächsten Schritt für die Karriere ist, die wissen das auch. Eine Zahl, das ist immer schwierig, eine Zahl zu sagen. Irgendwo am Schluss wird sich, ich tue jetzt die Zahl exklusiv Goalies sagen, zwischen 23 und 25 bewegen, 23, 26 und dort drin aber auch, weil die Idee Entschuldigung, klar ist, dass ins Trainingslager zum Beispiel auch 2 bis 3 aus dem Nachwuchs werden mitkommen, von der U21 oder U18-Mannschaft. Und dann werden es dann wieder 5, 26 sein. Dann kann es sein, dass vielleicht einer von denen dabei bleibt, wenn er die Chance nutzt. Vielleicht braucht einer wieder noch ein bisschen mehr Zeit für die Zukunft und so weiter. Aber es wird sich dort in dem Rahmen bewegen. Aber nochmal, alle die nicht mehr Teil sind vom Kader, wo man nicht mehr plant in dem Sinn, wenn man es so drastisch will sagen, die wissen das ja. Entschuldigung? Wenn jemand bis dann nicht weg ist, bis sie wieder anfangen zu trainieren, dann trainiert er auch nicht mehr da. Achtung, es gibt ja immer eine Konsequenz daraus, in dem Sinn, dass wenn es, ich tue es jetzt diplomatisch antworten, wenn es jemand ist, wo wir sehen, dass er nicht alles dafür tut, sondern es komfortabel ist, beim FCB einfach immer noch dabei zu sein, dann ist klar, wird es schwierig, ein Teil der Mannschaft zu sein. Dann wird man das professionell handhaben, selbstverständlich. Man ist menschlich bis zum Schluss. Wenn es aber jemand ist, der vielleicht ein Spieler ist, was auch immer, der menschlich top ist und so, dann wird er integriert ohne Probleme. Das ist nicht das Thema. Aber nochmal, wir gehen davon aus, dass die Spieler, die orientiert sind darüber, dass sie sich einen neuen Club suchen oder auf Leihbasis gehen müssen, am 2. Januar nicht mehr werden da sein. Jetzt noch konkreter Namen, kannst du dir deine Rolle, wie sie der Fabian Frey in der Vorrunde hatte, auch für ihn in der Rückrunde vorstellen, weiterhin? Ich werde sicher nicht am 14. Dezember über die Rolle von Fabi Frey reden. Ganz sicher nicht. Ja, der Michi Wettstein einmal, oder alle gut? Darf ich? Okay. Michi, wieso hast du eigentlich alles auf? Es ist alles live. ganz kurzes... Ganz kurze spontane Nachfrage an dich, Alex, zusammen mit Schalay. Also, kannst du dir noch vorstellen, dass er noch eins für den FCB spielt, ja oder nein? Also vertraglich hat er Adam Schalay bis nächsten Sommer 23 einen Vertrag. Kannst du dir das vorstellen, ja oder nein, dass er nochmal spielt für den FCB? Ich möchte vielleicht aus Clubsicht etwas sagen. Aus Clubsicht ist es definitiv ausgeschlossen. Gut. Dann kann ich jetzt zu dir kommen, Dave, in dem Fall. Genau. Gut. Du hast vorher wegen der Kommunikation angesprochen. Du hast schon angefangen damit, dass du eigentlich schon lange nicht mehr so geredet hast, wie jetzt heute hier auf dem Podium. Du hast vorher gesagt, du stehst eigentlich immer Rede und Antwort, vor allem wenn es bläst. Oder damit meinst du wahrscheinlich die dreimal, wo in der Mixzone warst, wo auch gestanden wärst, wenn es hinten rausgegangen wäre bei diesen drei Matchen. Was aber nicht mehr vorkommt, ist seit längerer Zeit, ist auch ein Interview mit dem unabhängigen Medium. Also jedes Mal stehst du ja gleich nicht Rede und Antwort. Meine Frage, warum nicht? Ich meine, nur das Rampenlicht kann es ja nicht sein. Ihr seid Chefs, die anderen Chefs stehen auch nicht an. Was ist die Überlegung hinter dieser Kommunikationsstrategie von Chefseite? Damit meine ich nicht nur dich, sondern auch den ganzen Verwaltungsrat. Also, ich verstehe auf eine Art Kritik, dass sie sagen, wieso steht keiner von uns an. Demgegenüber möchte ich aber auch sagen, vielleicht ist es eben auch gerade eine Stärke auch von diesen Menschen, weil
sie suchen das Rampenlicht nicht, sondern sie wollen das Beste für den FC Basel und wollen im Hintergrund wirken, dass der FC Basel zurück zu seinen grossen Erfolgen kommt. Ich meine, ich würde es jetzt eher als grosse Stärke, grosse Stärke betiteln, weil viele, die in Clubs wirken haben, oben in, suchen das Rampenlicht. Und jetzt kritisiert man es, verstehe ich vollkommen. Ich stehe auch immer an, wenn es darauf ankommt, das wissen wir. Und man kann über, sagen wir mal, im 23 darüber diskutieren, muss ich nicht vielleicht in gewissen Punkten oder in gewissen Momenten mehr anstehen oder mehr ein Interview geben. Die Kritik nehmen wir auf, die Kritik tun wir auch intern diskutieren. Und es kann sein, dass ich vielleicht das eine oder andere Interview mehr geben will. Das ist gut möglich. Ob am Schluss der Andi, Dursi oder der Dan ein Interview geben will, das müssen wir mit ihnen persönlich besprechen. Nur, ich möchte es einfach klar betonen, für mich ist es eine grosse Stärke, dass wir so Menschen haben, vor allem mit sie drei, die wenn im Hintergrund bleiben, was zwar möchte, aber nicht das Rampenlicht suchen, sondern sagen, hey, ich bin da, ich habe die Aktie gekauft, weil ich das Beste für den FC Basel will und ich bin nicht da, weil ich die Öffentlichkeit suche und das Rampenlicht suche. Ich glaube, man kann es auch mal als grosse Stärke betiteln, als, irgendwie als Schwäche von der Kommunikation ausnutzen. Das ist definitiv nicht. Alle drei können sehr gut reden und wissen sehr gut, sich zu argumentieren und können auch anstehen, einfach, dass ich es das auch noch gesagt habe. Ja, da Stefan Gürknecht, bitte. Die sportliche Seite ist das eine. Es ist sehr wichtig, dass sie in die Conference League gekommen sind. Die andere Seite ist ja dann der Club als Ganzes, wie der wirtschaftlich aufgestellt sind. Sie haben jetzt vor ein paar Wochen Kündigungen ausgesprochen. Ist das nötig gewesen, um den FCB dort anzubringen, wirtschaftlich zu sehen, wo der wollt? Und wie sieht es finanziell im Moment aus? Ja, also muss ich vielleicht vorne anfangen. Es ist klar, dass wir im Sport ist schon, habe ich als, glaube, ich weiß nicht, die erste oder zweite Frage erwähnt. Wir haben, ohne dass ich jetzt auf Zahlen oder sonst etwas will, wir haben schon im Sport, also ich rede vor allem von der ersten Mannschaft, einen riesen Wandel finanziell anbekommen. Der Wandel wird sich zuerst mal im 23 gut niederschlagen, wird im 24 noch mehr und im erste 25 Geschäftsjahr wird alles eigentlich plus minus draussen sein, was wir damals übernommen haben. Sportlich, erste Mannschaft. Es ist klar, dass wir auf der Geschäftsstelle auch und alles drumherum jede Abteilung hinterfragen, jeden Vertrag hinterfragen, jede Personalie, weil wir müssen, ich habe es mehrmals gesagt, wir müssen finanziell gesund werden und wir müssen einfach neu denken. Und das bedingt, dass wir jede Sparte gut durchleuchten und dementsprechend auch sehr harte Entscheidungen treffen. Es tut mir sehr leid für die, was am Schluss getroffen hat. Aber es sind am Schluss Business-Entscheide für den Erfolg des FC Basel, für die finanzielle Zukunft des FC Basel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Leute das wissen. Vielleicht kurz einen Ausblick, ich glaube, gefragt finanziell. Wir beenden das Jahr mit einem knappen Null. Haarscharf knappen Null. Und es ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber das kann ich vielleicht mal vorausschicken. Und man hat es ja im Vorfeld auch gesehen, jeder weiß, was wir das Jahr für Transfereinnahmen hatten. Also weiß man, was wir für Challenges vor uns haben. Also könnt ihr euch ausmalen. Ich habe es immer gesagt, wenn ich den Club übernehme, möchte ich eigentlich die sicheren Einnahmen, die wir haben, plus minus mit den Ausgaben, plus minus auf den Null bringen. Das wird vermutlich nie der Fall sein, aber das strukturelle Defizit, das wir jetzt im einstelligen Bereich ist eher gegen Null. Definitiv im einstelligen Bereich eher gegen Null. Das ist heute nicht. Wir arbeiten daran. Wir haben schon einige Korrekturen vorgenommen. Wir sind mit gewissen verschiedenen, vertragliche Verpflichtungen bei 2-3 auf gutem Weg, irgendwo Lösungen zu finden. Aber ich kann euch sagen, wir räumen auf. Und zwar, wir räumen auf, was nicht nur die letzten 10 Jahre, sondern die letzten 25 Jahre gemacht worden ist. Und wir müssen zum Wohl des FCB, müssen wir auf eine gesunde Struktur kommen, damit der FCB die nächsten, sage ich mal, Jahrzehnte nie mehr in irgendeinem Fundament ein Problem hat. Oder das Problem bekommt. So würde ich sagen. Und dann, wenn man dort ist, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, ist es so, dass man dann aus der inneren Stärke wächst.
dass man zum laufenden Ertrag wächst, dass man dann Strukturen schafft, wenn es braucht, wenn man es sich leisten kann, wenn man neue, vielleicht neue Ertragsmöglichkeiten hat und. Aber ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Ich glaube, das ist selbstredend. Michael Hund, bitte. Nochmal eine Frage zum Aufgabenbereich vom Heiko Vogel. Wird er ausschließlich für die erste Mannschaft Sportdirektor sein oder für alle Mannschaften des FC Basel? Also seine Hauptaufgabe ist klar, die erste Mannschaft, also Profimannschaft, sicher auch gespickt, dass wir, sorry, Hochdeutsch, Entschuldigung, ich wechsle, wenn jemand Hochdeutsch wechselt, immer aus, ich weiß nicht, Entschuldigung, sicher auch, dass er ein Auge auf die Akademie mit mir zusammenlegt, das ist unser Herzstück gewesen. Aber das ist im Moment, heute ist nicht der Punkt, über das zu reden, sondern das wird es in den nächsten paar Wochen, Monaten sicher Diskussionen geben und sicher vielleicht strukturell die ein oder andere Anpassung. Dann ist der Jakob Weber, glaube ich, zuerst gewesen. Kannst du schon mal verraten, wie ihr gedenkt, wenn jetzt mal ein Defizit auch wieder eintreffen sollte, wenn man nicht die Transfereinnahmen hat, wie das getilgt wird? Nimmt man dann Schulden auf oder habt ihr irgendwie einen Notfallplan in der Tasche? Das Gute am FC Basel ist heute, und das ist sehr das Positive, wir haben keine Schulden. Wir rennen aber jedem Geschäftsjahr hinten nach. Also wenn der 1. Januar anfängt, rennen wir schon am ganzen Ergebnis hinten nach. Das ist das Blöde. Also sag mal nichts Positives. Nein, es ist, ihr kennt Mekanos, wenn es Geld braucht, was passiert. Da gibt es verschiedene. Eine davon ist irgendwann einmal oder Kapitalerhöhung. Aber ich möchte etwas auch noch vielleicht vorne weg oder vorausgehen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Wir haben das angetreten, dass wir den Club auf gesunde neue Beine stellen. Und wir haben das nicht angetreten, um jedes Jahr Defizit zu decken. Ich kann es gar nicht. Das möchte ich ganz klar sagen. Der FC Basel muss von dem leben, wo er einnimmt. Und so müssen die Strukturen gebaut werden. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, dass das sich auch mal jeder sich vor Augen hält. Das einfache Sprichwort, habe ich schon im Video gesehen, man kann nur ausgeben, was man einnimmt. Ist einfach gesagt, aber ist schwieriger umzusetzen. Aber wir arbeiten daran, dass wir es umsetzen. Aber nochmal, wir haben den Club nicht übernommen, dass wir jedes Jahr ein Minus schreiben, sondern wir wollen den Club gesund bringen. Und ja, wir wissen, wir haben für den Club gezahlt. Wir haben einen guten Betrag gezahlt. Ich glaube, ich kann heute sagen, dass der Betrag sicher der Club lieber in der Kasse hatte und gebraucht hat für die Zukunft, als dass wir das Geld jemandem gegeben haben. Aber das ist so, das ist Vergangenheit, das möchte ich aber eben einmal noch klar betont haben. Oliver Gut. Du sagst mit Recht, ihr seid nicht angetreten, zum Defizitgarantie zu leisten, um das Defizit zu decken. Am Schluss sind ihr natürlich Besitzer. Du sagst, du kannst es auch nicht. Andere können das vielleicht rein vom Vermögen her eher. Jetzt könnte es aber schon, du hast ein bisschen auch über Transfer aus dem laufenden Geschäftsjahr geschwätzt. Jetzt könnte es doch aber schon im nächsten Geschäftsjahr so sein, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man wird zwar Zweiter, aber geht vielleicht am Schluss gleich nur in die Conference League und nicht in die Champions League, dass man schon irgendwo ein Loch hat von 10 Millionen Ende Jahr. Bei allen Bemühungen, du hast ja vorgerechnet, 24, 25, bis man dann alles sich auswirkt, etc. Drum an ja. Darum habe ich ja gesagt, dass wir die Massnahmen einleiten. Es sind harte Massnahmen. Aber ich möchte auch eben, wir sitzen hier gerade in einem Komplex, wo wir mittragen, wo wir uns heute in dieser Form, wie es heute jetzt ist, heute Dezember 2022, gar nicht leisten können, nie werden können leisten. Ich glaube, das müssen sich auch die Leute mal bewusst sein. Ich habe mir das Konstrukt nicht ausgedacht damals. Fakt ist, wir haben die Last, die grosse Last, bis sogar sehr grosse Last übernommen. Und wir müssen sie jetzt lösen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind mit der Genossenschaft in sehr konstruktiven Gesprächen. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auf eine gute Lösung hinbekommen werden. Michael Hund.
Michi Wettstein. Ja, kann man mal noch lockere Frage da einspielen? Ich würde gerne von Beten wissen. Wer wird Weltmeister und wieso? Ich habe gedacht, jetzt das BZ und Paz mehr Sponsoring. Ja, das wäre etwas. Können wir eigentlich gerade abschließen? Wer Weltmeister? Vielleicht bekommen Sie ein Video. Gehen wir mal davon aus, Frankreich. He? Ich sage Argentinien. Nein, für mich, ich hoffe schwer. Also, es wäre natürlich immer mein gehofft aufs Finale Portugal-Argentinien. Grundmäßig gegen Ronaldo habe ich mir gehofft, hätte ich mir gewünscht. Und jetzt, dass der Messi natürlich im Finale ist, hoffe ich, dass er Seidöpfel hat er schon lange gemacht, aber dass er seine Krone in Argentinien endgültig aufsetzt. Würde ich mir wünschen. Aber die Franzosen sind natürlich, ja. Schwierig. Christoph, wieder eine schwere Frage. Habe lange davon aus. Aber nicht verstanden. Wieder eine schwere Frage. Nein. Nein. Aber an der Alex Frey gerichtet, die ganze Maßgabe, die der David jetzt sehr ausführlich geschildert hat, sind klar, sind auch gar nicht mal so neu. Was bedeutet das für dich als Trainer und für deine Arbeit sozusagen? Und du willst jetzt sagen, jeder Trainer hat Druck, aber die Perspektive, dass der zweite Platz mehr oder weniger unabdingbar ist für das wirtschaftliche Gedeihen des FC Basel. Und was bedeutet das in deiner Auge für die Entwicklung für die Mannschaft, für einzelne Spieler, die dann, das ist ja das zugrunde liegende Geschäftsmodell, die dann irgendwann mal wieder mit einem schönen Profit für den FC Basel zum anderen Verein gehen, aber der Verein vielleicht und die Mannschaft viel zu früh verlieren, damit man ein stabiles Gebilde schaffen kann. Was bedeutet die ganzen Rahmenbedingungen für deine Arbeit? Immenser Druck. Aber das ist ja nicht erst seit heute, sondern das ist ja auch in vielen Gesprächen mit dem Dave zusammen, dass ich ja all diese Sachen, ein Stück weit vielleicht Angst, Bedürfnis, mit ihm auch diskutiere rund um den Fußball herum. Also es geht nicht immer nur um Sieg, Niederlage, sondern es geht um das Gesamte auch. Und es ist ein immenser Druck, mir ist das bewusst. Und dort drin mache ich mir den Druck selber, weil ich eigentlich im Dave und im ganzen Verwaltungsrat versuche, mit der Mannschaft zusammen, mit den Ergebnissen zu helfen. Klingt nicht immer, aber wir versuchen es. Bedeutung für die Spieler, ich glaube, das kann ich auch durchaus sagen, so selbstbewusst bin ich. Es ist auch mit ein Grund, warum ich Trainer bin vom FCB. Auch wenn ich da schon gelesen habe, dass sich Spieler nicht wahnsinnig entwickelt haben oder hätten bis heute. Gut, kommt immer ein bisschen darauf an, wer es erzählt. Aber das ist mit der Grund, warum ich hier bin. Ich habe das vielmals bewiesen, ob das in Wiel ist, ob das in Winterthur ist, ob es in der U18 war vom FCB. Notabene ist Noah Ockenfahr von der U18 direkt in die erste Mannschaft und für 12 Millionen zu Salzburg. Und dazu mal, als ich die U18 übernommen habe, war Noah Ockenfahr einfach ein Mitglied von dieser Mannschaft. Und 6 Monate später war er der Erste. Also nur, um noch mal zu betonen, so selbstbewusst bin ich. Ja, es ist mit der Grund, weil ich so eine Faible habe für junge Spieler. Ich habe auch eine Faible für Spieler, die 2-3 Mal die falsche Auswahl genommen haben in ihrer Karriere. Ich liebe eigentlich schwierige Spieler. Und da gibt es immer schwierig dumm und schwierig positiv. und ich liebe aber die schwierig positiven. Und ja, ich glaube, und das kann ich auch sagen, dass sich Spieler meiner Meinung nach aus Trainersicht, Achtung, ein paar sehr, 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 sehr gut entwickelt haben. Wo man auch schon ein bisschen sieht, dass doch der eine oder andere ein bisschen aufmerksam geworden ist auf der einen oder anderen. Und am Schluss haben wir ja auch den Beweis. Galafiori macht in der A-Nationalmannschaft mit Mancini das Programm am 21.-22. Dezember. Gomas ist U21-Nationalspieler für Spanien. Dann haben wir die auf Bürger, nur um mal ein paar zu nennen. Und dann gibt es solche, die entwickeln sich schneller. Es gibt solche, die entwickeln sich weniger schnell. Wenn das Rot-Blau gelesen haben, vergleiche ich Spieler nicht vergleichen mit Bananen. Aber es ist eine plausible Erklärung, dass in so einem Reifeprozess einen Grund hat, warum eine Banane grün ist und irgendwann sie braun ist. Ganz einfach.
Umkehr. Lachen Sie, ist aber so. Bitte. Bin ich die Einfache und er die Schwere? Nein. Ah, okay. Eine Frage an euch beide, es knüpft an eine schöne Tradition. Ich kann mich noch daran erinnern, unter Christian Groß bis in den Jahresend Gespräch mit den Medien. Habt ihr beide einen Spieler, wo ihr sagt, das ist mein Spieler des Jahres beim FCB? Ja, wo wir uns leisten können oder wo unrealistisch ist. Nein, wer? Spieler aus deiner, von uns, Spieler aus deiner Mannschaft, ja. Also, ja, der Präsident kann das, als Trainer kannst du das nicht. Nein, das wär jetzt nicht fair, wenn ich mich hier zu dieser, sag mal, zu dieser Frage würde äußern. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin 100% von den Spielern und vom Kader überzeugt. Und dementsprechend hat der eine mehr Fortschritt gemacht, der andere weniger. Das ist klar. Das sieht man auch im Training. Die wenigen Training, die ich gesehen habe, dass gewisse mehr Gas geben als gewisse andere. Und dementsprechend ist die Entwicklung anders. Und ich glaube, die Namen, die ich jetzt im Kopf habe, die ich nicht möchte öffentlich sagen, weil eben, das mache ich nicht, aus verschiedenen Gründen. Aber die Namen, die ich im Kopf habe, die arbeiten akribisch vom Morgen bis zu oben. Und die, wenn die morgens ins Training kommen, wollen sie weiterkommen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel im Fußball vom Erfolg. Es ist auch harte Arbeit. Und jeder Weltfußballer, der an der Weltspitze ist, der ist nicht einfach am Morgen irgendwann aufgestanden und gesagt, so, jetzt werde ich Weltfußballer, sondern es ist wirklich harte Arbeit. Und das sieht man auch hier bei uns. Und das widerspiegelt sich auch. Aber jetzt eben auf Namen möchte ich wirklich nicht eingehen. Alle gut noch? Dave, noch geschwind auf die Personalien, Geschäftsstelle, Abbau, Umbau, whatever, wie man dem will sagen. Was sind denn effektiv Zahlen? Also, man hört Marketing und Sales, einerseits Kündigungen geben, aber glaub, auch wieder Umwälzungen oder Einstellungen. Was ist denn wirklich Sache? Sicherheit? Geht's da? Man hört auch immer wieder Outsourcing in beiden Fällen. Ist das so? Ist Outsourcing das Modell von der Zukunft in diesem Bereich? Oder was sind eure Pläne? Ihr müsst ja immer noch Marketing und Sales haben, ihr müsst immer noch dort Geld einholen. Ihr braucht Sicherheit oder Sicherheitspersonal. Also auf einzelne Personalien möchte ich wirklich nicht eingehen. Das sind ja nicht einzelne, es sind zwei Bereiche. Richtig. Also das ist klar. Ich sage es mal so, auf Personalien oder gewisse Abteilungen möchte ich jetzt nicht speziell Einfluss, also hier in der Öffentlichkeit mich äußern. Es ist klar, dass wir das Nutzen-Kosten-Verhältnis übereinander legen und schauen, was macht für die Zukunft Sinn, was macht Sinn in-house, was macht Sinn extern. Und da gibt es natürlich gewisse Überlegungen, aber es ist so, wir machen alles zum Wohl vom FCB, damit der FCB möglichst wenig Kosten hat. Am Schluss geht es nur ums Optimieren. Und jede Handlung, die wir Stand heute tun, ist, zum Prozesse zu optimieren und Kosten einzusparen. Muss man nicht gerade im Bereich wie der Sicherheit dann vielleicht auch ein bisschen Angst haben, dass was günstiger ist, dann nicht unbedingt besser funktioniert? Nein, also muss ich mal zu diesem Thema noch etwas möchte sagen. Wir haben dort gewisse Anpassungen wollen machen. Und die haben wir vorgenommen. Dominik Wittmer. Wenn man seine Vita kennt, dann weiss man, was er schon geleistet hat und was er für eine Führungserfahrung hat, jetzt noch, bis im Februar. Und dann bei uns natürlich eine grosse Verantwortung hat, aber die füllt er zu 100% aus. Und er bringt genau gleich viel Know-how aus wie seine Vorgänger. Wie seine Vorgänger. Also da, wir sparen definitiv nicht bei der Sicherheit. Aber, und das haben wir gesehen, man kann einige Punkte optimieren. Und das sind die Punkte, die man anpacken muss. Darf ich schon Alex noch etwas fragen? Bitte, ja. Ist er gerade in den Sinn gekommen? Wegen der Sicherheit, oder? Nein, nicht wegen dem, was du gesagt hast. Ich bin schon wieder eins weiter, sorry. Nein, hat er zugelassen bis zum Schluss, David. Andere Frage. Die schauen nicht. Nein, alle hinten, gell? Die haben alle schon Glühwein. Ja, die wollen alle saufen. Nein. Achtung, wir sind da. Nein, also. Alex, du hast gesagt, jawohl, Unterstützung. Für mich auch bin ich dafür gewesen, bin ich offen gewesen, auch wenn ich nicht darum
gebeten habe in dem Sinn. Der David hat mal gesagt, ja, Stärken, Schwächen, gewisse Fehler gemacht, hat er auch gesagt. Was sind denn so die Erkenntnisse aus dem, was er nach dem letzten Spiel analysiert hat, wenn es um dich selber geht? Also was sind ein, zwei Punkte, was sagst, dort hätte ich es vielleicht anders sollen machen oder kann man besser machen? Und wie willst du so die Probleme, auch Effizienz war ja ein Thema, wo der FCB immer begleitet hat, aber zwischenzeitlich auch die Spielweise, dass man das konstanter wird in der Spielweise. Wie willst du die angehen jetzt in dieser Zeit, bis es wieder losgeht, ernsthaft? Also der Dave hat es ja gesagt, es hat viele Höhen und Tiefen gegeben. Und ich bin nicht der Typ, der öffentlich zu Kreuzen kriecht, um da Fehler und weiss nicht was. Ich weiss, dass ich Fehler gemacht habe. Dann gibt es Fehler, die ich vielleicht so nicht gesehen habe, aber Dave gesagt hat, das und das sehe ich so, wo ich dann mehr muss reflektieren und sagen, Scheiße, der hat noch recht. Ja, das gibt es auch. Und ich möchte aber nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt hier muss meine Fehler sagen. Ich weiss um meine Fehler. Und dann gibt es aber gewisse Sachen, die ich vielleicht nicht unbedingt als Fehler sehe, sondern eher als Stärke und so weiter. Aber was die Botschaft eigentlich ist, dass der Austausch ja immer so regelmäßig ist und in einer Art und Weise, die aber nicht, Achtung, nicht immer nur einfach ist für mich. Darum habe ich gesagt, ich trenne Präsident und Privat. Und der Präsident ist relativ manchmal auch hart, geht manchmal ein bisschen auch weiter als hart, aber ist für mich kein Problem, weil ich damit muss leben als Trainer. Oder? Und darum habe ich für mich auch nach der Saison reflektieren, was hat man gut gemacht, was hat man weniger gut gemacht. Der Dave wäre der Erste, der mir im Knick innen ist, wenn wir 17 Muskelverletzungen hatten. Haben wir das gehabt? Nein. Wenn ich aber die letzten 10 Jahre anschaue, dann hat man gefühlt die 150 gehabt. Aber wir haben nicht eine gehabt. Vielleicht, das wäre überspitzt, aber sagen wir zwei. Okay, was eigentlich nichts ist. Also stimmt, Trainingsplanung, Steuerung und so weiter, stimmt ja das alles. Trainingsinhalt stimmen auch. Vielleicht, Achtung, Trainingsinhalt gibt es gewisse Sachen, die ich muss sagen, ja, muss ich anders lösen in Zukunft. Anders, detaillierter, bewusster, präziser und so weiter. Aber für mich war ja die Situation in dem Sinn ja auch neu gewesen, weil ich ja nicht Profitrainer war, zum Beispiel in einer Corona-Phase, wo du auch jeden dritten Tag einen Match gehabt hast, sondern eigentlich neu jeden dritten Match. Und eigentlich zurück müssen greifen auf die Erfahrung von Leuten, die im Trainerstab sind, zurück müssen greifen auf eigene Erfahrung als Spieler, okay, das dann verbinden und dann so ummünzen als Trainer. Und da drinnen, ja, gibt es Sachen, wo ich muss sagen, vieles richtig, wenige Sachen nicht gut, wo man einfach ändern muss, wo man in Zukunft muss ändern, wenn man wieder, oder vor allem im Februar, die zwei Matches Trabzonspor, wir können werden weiterkommen, von dem gehe ich raus, oder werden zumindest alles dafür tun, wie tust du denn weiter handhaben? Dann hast du GC unter der Woche im Göpp, dann hast du GC am Samstag und so weiter, und das sind alles Sachen, wo wir reflektiert haben, also innerhalb auch vom Trainerstab. Und dementsprechend ja, gewisse Sachen werden ändern. Wir werden auch viel mehr spezifische Trainings machen. Wir haben zu wenig in der Vorrunde zu wenig spezifische Trainings gemacht. Im Sinn, wir haben sie gemacht. Auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber nicht in der Häufigkeit, die wir zusätzlich werden machen. Vor allem für 16-, 17-, 18-jährige Spieler und so weiter. Tilman Pauls zuerst. Dann ist ein Leitungsthema auch, wenn ich schon etwas muss sagen. Ja, ein Leitungsthema auch. Es kann nicht sein, dass du 21 Eckball hast gegen GC und nicht einen ist da gefährlich. Ja, bin ich einverstanden. Absolut. Aber es gibt, und dort drin habe ich es selber erlebt, ich habe in Mannschaften gespielt, wo man noch nie einen stehenden Ball trainiert hat. Ja, aber gefühlt in jedem dritten Match ist irgendein rein. Ja. Also, es gibt kein Wort, aber ich weiss für mich, dass wir nur einmal so in der Rückrunde die stehenden Bälle trainieren müssen. Das weiss ich. Und wir werden das machen, wir werden die Fenster öffnen, dass Person XY sich jetzt überlegen muss über die Winterpause, welche fünf stehenden Bälle werden wir offensiv machen. Du hast die Aufgabe und die Person hat die Aufgabe, fünf stehende Bälle herauszufinden, die uns stark macht. Voilà. Es gibt gewisse Sachen, erlaube ich mir auch zu delegieren, alles kann ich nicht machen. Ich habe auch noch eine Frage zum Training. Ihr habt euch im Unterschied zu anderen Clubs dazu entschieden, weiter zu trainieren, jetzt bis letzten Montag oder bis zum Wochenende. Was waren da genau die Überlegungen, quasi so in die lange Winterpause rein zu trainieren und wie bist du zufrieden damit, also, wie es gelaufen ist? Es ist so, dass
ich das in Abspruch selbstverständlich mache mit unserem Athletiktrainer, mit dem Björn Reckelhoff. Und wir der Meinung sind, dass es besser ist, quasi wie eine Meisterschaft weiterhin zu simulieren, wie immer, und dann in die Ferien zu gehen. Man hat im Fußball an sich keinen Erfahrungswert mit dieser Konstellation, eine WM im Winter, die dann unterbrochen wird. Man hat aber Erfahrungswert in anderen Sportarten. Also das heisst, es gibt einzelne Beispiele, wo man es so macht, Rugby und so weiter. Ist aber nicht unbedingt 1:1 umsetzbar mit dem Fußball. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir machen konnten. Selbstverständlich hast du auch gemerkt, dass es Tag besser geht. Ein Tag, wo da sind, wo du mehr antreiben musst, weil die Jungs irgendwann auch mal im Ferien wollen. Und da rede ich jetzt nur von mir. Ich tue nicht verurteilen, was die anderen gemacht haben. Oder sage uns, es ist besser oder das ist besser. Oder wir haben es schlechter gemacht und die haben es besser gemacht. Ich rede nur von uns, was mein Ansatz war. Der Ansatz war der psychologische Aspekt, dass wenn du nach der Saison 2 Wochen in die Ferien gehst, und dann weisst du als Spieler, du musst von der Ferien zurückkommen, wahrscheinlich hat der eine oder andere noch ein bisschen Sand zwischen den Zehen, dann trainierst du 2 Wochen und weisst ganz genau, dass eigentlich die 2 Wochen, wo du trainierst, ja, ich trainiere mal, weil ich ja dann sowieso wieder 2 Wochen in Ferien kann, ist für mich vom psychologischen Aspekt nicht optimal. Ich rede von mir, nicht für die anderen. Das war eigentlich der Grund. Wenn du sagst, mit dem Athletiktrainer angeschaut, du hast es psychologisch begründet, aber ist es auch eine Frage vom Energiehaushalt und wie der sich entwickelt, wenn man es eben so macht, wie gewohnt. Wir haben ja nicht ab Saisonende, also vom November bis jetzt, wie Idioten trainiert. Und wir haben es geteilt. Das heisst, wir haben unmittelbar nach der Saison eher 10 Tage regenerativ grosse Spielformen trainiert und nachher detaillierter in kleinere Spielformen, um wieder einen gewissen Fitnessstand zu haben, dass wenn du 3 Wochen in die Ferien gehst, dass der Fitnessstand innerhalb von diesen 3 Wochen nicht abrupt absagt. Blick auf die Uhr, wir sind eine Stunde drin, würde ich sagen, noch 3 Fragen. Ja, Dave, nur an dich. Thema Finanzen, Ambitionen. Du hast immer wieder gesagt, der FCB wollte dort wieder herführen, wo er hergehört, in euren Augen. Wie ist das inzwischen definiert? Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass du sagst, so den Apparat, wie er momentan da steht, kann man sich nicht leisten. Was heisst dort herkommen, wo man hergehört? Definiert man sich weiterhin über Titel? Oder ist es vielleicht eher wie in der Richtung FC St. Gallen, wo sich vor allem über die Art und Weise des Fußball definiert, so die Leute ins Stadion holt? Nein. Definitiv nicht, dass der FC Basel muss in sagen wir mal, absehbarer Zeit um Titel mitspielen und Titel gewinnen, das ist ganz klar. Und aber wie geht die Rechnung auf? Genau, gerade. Ich meine, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Der Spagat ist so schmal. Der Spagat ist zwischen Jungen holen, entwickeln, weiterbringen und dementsprechend Erfolg haben, im Wissen, dass der Spieler, der dich sehr wahrscheinlich, oder die 2, 3 jungen Spieler, die dich zum Erfolg schießen oder den Unterschied ausmachen, dass die sehr wahrscheinlich dann nicht mehr da sind. Das ist genau das, was ich meine. Das ist die Professionalität, die ich gesagt habe, im Scouting, in der Entwicklung, im Ausbilden. So muss der Club aufgebaut und aufgestellt sein, dass es eigentlich gar nie mehr Lücken gibt und wird geben. Und vielleicht zu dem Thema, ja, ich bin der Meinung, die Schweizer Liga ist nicht. Ich bin der Meinung, ich bin sicher. Ich weiß, dass die Schweizer Liga eine Ausbildungsliga ist und immer eine Ausbildungsliga bleiben wird. Das ist einfach so. Wir haben eine Grundbasis im TV-Vertrag, eine Grundbasis von 1,8 Millionen. Mit dem können wir nicht viel zahlen, was bei uns anfällt. Also leben wir in der Schweiz von Ausbildung. Alles andere ist einfach nicht die Wahrheit. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Das heisst, jeder Schweizer Club, der eine in einem grösseren Niveau, der andere in einem tiefen Niveau, muss Spieler ausbilden. Egal auf welchem Niveau. Und das ist der Spagat, den wir empfinden. Und das ist der Prozess, in dem wir drin sind. Wenn ich unser Kader heute anschaue, dann habe ich in den nächsten 3 Jahren nicht gross Angst. Die Frage ist, wie schnell ist der eine oder andere dann weg? Das ist die andere Frage. Nur, das ist genau die Professionalität, wie wir den Club aufstellen. Der nächste muss bereit stehen.
Und das ist ein Riesen-Effort. Das ist eine maximale Professionalität. Das ist akribisch arbeiten. Das ist 24 Stunden, 7 Tage für die Leute. Und darum haben wir auch die Strukturen gebaut und darum gehen wir so in Zukunft. Aber es ist ganz klar, der FC Basel muss in absehbarer Zeit mit dem IB um Titel kämpfen und muss die Titel zurück auf Basel holen. Das ist ganz klar das Ziel. Aber ich glaube, und das sage ich ganz bewusst, das, was früher gemacht wurde, ohne dass jetzt was, ob das gut oder schlecht ist, das möchte ich gar nicht bewerten. Ich möchte auch nicht werten. Ich bewerte nur die Zukunft, wie es mir aufstellen. Es ist gar nicht nötig in der Schweiz, so finanzielle, sage ich mal, muss ich das richtige Wort finden, nicht, dass es negativ an mir hängen bleibt. Sagen wir so finanzielle Risiken, ja, Risiken wollen nennen, ich kann es jetzt nicht wollen, aber Risiken im gewissen in vielerlei Hinsicht hinzunehmen, in der Hoffnung, ich spiele Champions League oder was auch immer, wird solange ich etwas sage dem Club, wird es nicht geben, weil es einfach nicht dem entspricht, für was ich stehe in meinem Leben. Ich kann nur das ausgeben, was ich auch einnehme. Und das leben, glaube ich, auch die anderen drei Verwaltungsräte enorm vor. Und darum gibt es für uns ganz klar nur den Weg vom FC Basel. Aber der Weg wird wieder zurückgehen, dort, dass wir um Titel spielen und dass wir Titel werden gewinnen. Die werden wir gewinnen, da bin ich 100% sicher, weil Qualität haben wir. Die Frage ist, wie schnell zündet. Also, ich bin 100% überzeugt, ja. Es ist einfach viel bessere Arbeit, viel akribischer, viel detailbewusster. Du musst aus den Ressourcen, die du hast, probieren, das Maximum rauszuholen. Das ist nicht einfach, aber das ist genau das, wo wir jetzt eigentlich weggehen. Wir gehen weg vom Mäzenentum. Vergangenheit widerspricht mir, was mit dem FC Basel passiert ist. Ich bin mir aber sicher, dass schaut, ich kann euch etwas sagen. Ich habe mich immer... Und dann muss ich es anders sagen. Ich möchte jetzt keinen Vergleich zu anderen Clubs nehmen. Aber ich habe es schon mehrmals gesagt. Aber wenn wir das hinbekommen in der eigenen Akademie, gespickt mit unserem Scouting, und es irgendeines ist Zeithorizont X, zündet es. Und dann steht der nächste parat, und zwar jedes Jahr oder jedes halbe Jahr. Und das ist genau der Prozess, auf dem wir jetzt bauen. Und ja, wir wissen, dass wir sehr wahrscheinlich sagen wir mal, 1 bis 3 Strukturspieler, wie wir bräuchten, nicht haben. Aber die Strukturspieler, von denen, die wir bräuchten, stand heute, da müssen wir in die Tasche legen. Nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Strukturspieler ist ein Leader, der auf den Platz geht und mir einen gewissen Erfolg von den Jungen drumherum garantiert. Das ist ein Strukturspieler. Da brauche ich, sage ich mal, zwischen 1 bis 3, je nach Spielertypen, je nach Position. Es kommt immer darauf an, wo ist der Strukturspieler, auf welcher Position spielt er. Und ja, die haben wir Stand heute sehr wahrscheinlich in der Form, wie wir es bräuchten, nicht. Und wir wissen es, aber wir können es nicht herzaubern, weil wir nur gewisse finanzielle Rahmenbedingungen haben, die wir Mühen einhalten. Aber wenn man anschaut, und das kann ich auch noch in Zukunft vielleicht sagen, wir haben wirklich von den Spielern individuellen Klasse gewisse Spieler, die wirklich sehr viel Potenzial haben. Ich glaube, wir haben es auch gesehen. Und die müssen sich weiterentwickeln. Und wir müssen ihnen den Raum geben. Und wir müssen ihnen, Acht geben und das Wohl geben, dass sie sich maximal hier im FC Basel entwickeln können. Und dann werden sie uns den Erfolg wieder zurückbringen. Da bin ich 100% überzeugt. Jakob Wau. Noch eine Frage an dich, Dave. Ihr habt jetzt noch ein paar Leihspieler im Kader. Ich glaube, es ist allen bewusst, dass man nicht nochmal einen Umbruch will. Der Alex hat auch vorhin gesagt, er ist zufrieden mit dem Kader, wie er es jetzt hat. Ist denn das Ziel, dass man die größten Teile so über die Saison raus behaltet? Und ist das überhaupt finanzierbar? Jetzt muss ich auch kurz, was soll ich jetzt erzählen? Den Meko noch von den Leihspielern kennt ihr, oder? Den Meko noch von den Leihspielern kennt ihr? Nicht? Also, es hat einen Grund, wieso wir uns
Stand heute auf Leihspielen fokussieren. Es hat auch einen Grund, dass er am Duni zwei Jahre Leih bei uns ist. Ich möchte jetzt nicht hier in der Öffentlichkeit gewisse, sage ich mal, das sind alles, sage ich mal, klare Strategien, die wir verfolgen, klare Verhandlungspositionen, die wir verfolgen, und darum haben wir es so gewählt. Das bedingt eben auch, Qualität zu holen, ohne gerade den finanziellen grossen Impact zu haben. Der FC Basel muss eben aus der inneren Stärke wachsen, muss aus dem wachsen, was er hat. Und jetzt hat er halt nur das zur Verfügung, was er hat. Und darum kann man eben mit, sage ich mal, mit guten Verhandlungsstrategien gewisse Erfolge erzielen, ohne dass man den finanziellen Impact gerade auf dem Club hat. Ausgeführt, ohne detailliert jetzt zu werden. Ich weiß nicht, ob das die Frage ist. Ah, genau. Es ist so, dass ich auch nicht auf Personalien jetzt möchte einzeln Einfluss nehmen. Wir sind in einem Halbjahr. Also, die laufen meistens bis nächsten Sommer, beziehungsweise am Duni noch ein Jahr länger. Das ist auch ein Abspruch dann mit der Leistung, die sie bringen, mit Alex, mit der Kommission, mit Heiko Vogel. Also, das wird sich dann zeigen. Aber es ist schon so. Wir werden nur eine Option ziehen, wenn wir 100% überzeugt sind, dass der Spieler uns weiterbringt, sagen wir, die Mannschaft weiterbringt oder irgendwann wieder ein Verkaufskandidat sein kann. Dann macht der Abschluss gerne der Stefan Kreis, wenn er die Frage noch weiss. Oder sonst alle gut. Dann habe ich nur noch eine seichte Weihnachtsfrage, falls du eine relevante Frage hast. Dann kannst du die Weihnachtsfrage stellen. Am Schluss dann. Nein, es ist jetzt auch nicht so eine böse Frage, aber du hast angekündigt in den 8 Minuten auf dem eigenen Kanal, man werde schon etwas gesehen im Stadion, so quasi. Also es gäbe schon gewisse Änderungen, die man dann werde wahrnehmen. Kannst du das ein bisschen ausführen? Und dann möchte ich noch den grösseren Bogen kurz fragen, wenn es um das geht. Da gibt es den Anteil, den ihr selber gestalten wollt, in diesen grossen Umbauplänen, Genossenschaft, die von der Stadt unterstützt werden soll, den Teil, den ihr selber tragen wollt, in dem würdet ihr den unabhängig davon durchziehen, was mit dem grossen Teil passiert? Weil das ja du weißt das alles schon? Ist. Nein, das ist ja dort mit den. Ist das okay? Oh, nein, ich weiß nicht, wie viele Details sie wissen. Also ich sage mal, das ist ein Punkt, oder? Darum habe ich vorhin gesagt, wir sind mit der Genossenschaft auf gutem Weg. Stand heute gehe ich schwer davon aus, dass die Lösung jetzt kommt auf 1.1.23. Das gibt sicher eine signifikante Entlastung von der Miete für uns. Bedingt aber, dass wir für alles eigentlich innen vom Stadion müssen aufkommen. Das heisst, dass wir unsere Businesspläne und so müssen so aufbauen, dass wir können gewisse, sagen wir mal, Veränderungen oder bauliche Massnahmen vornehmen, ohne dass das uns was, sagen wir mal, drumherum grösseren Umbau betrifft. Weil mir ist klar, wir wollen das Maximale optimieren. Wir wollen den Zuschauern das bestmögliche Stadionerlebnis bieten. Ich glaube, es wird auf die Rückrunde sicher sein oder andere gehen. Wir schaffen wirklich das ganze Team daran, dass wir hier wirklich Verbesserungen hinbekommen, dass wirklich alle Freude haben, ins Jockeli zu kommen. Der Alex muss schauen, dass sie Erfolg. Genau, richtig. Und alle anderen im Club arbeiten daran, dass das Erlebnis wirklich so wird, wie wir uns das alle wünschen. Eins natürlich schade, etwas lenkt jetzt nicht auf den Winter, aber das wird sicher dann spätestens im Sommer kommen. Aber habe ich das richtig verstanden? Das heisst, die Mietkosten gehen runter und dafür sind ihr für das innen drum zuständig? Weil das war nicht meine Meinung. So weit bin ich noch nicht auf dem Stand. Eben, siehst, jetzt habe ich etwas gesagt, was ich gemeint habe. Du weißt es jetzt, weil du es so ausgeführt hast. Nein, ich möchte jetzt gar nicht weiter auf Details eingehen. Ich habe nur gesagt, ich gehe davon aus. Siehst, nimm das mal so auf, wie du das verstanden hast. Ich lasse jetzt im Raum stehen, weil ich möchte nicht darauf weiter eingehen, weil ich habe gemeint, weil du das so ausgeführt hast, habe ich gemeint, du weißt mehr Bescheid darüber als viele gewisse andere. Darum habe ich gefragt, weißt du das schon alles? Das war meine Aussage. Aber ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Fakt ist, wir gehen davon aus, dass wir auf 1.1.23 eine neue Lösung haben.
wo uns sicher mehr Spielraum gibt. Und nichts für ungut. Also, wir verstehen uns einfach gegenseitig viel zu schlecht. Du bist... Nur ein Missverständnis. Nein, ist gut. Das ist ein Missverständnis. In dem Fall habe ich eine Gegenfrage gestellt, oder? Jetzt, weißt du schon wieder mehr? Jetzt kommt die Weihnachtsfrage. Ja, gehen wir schnell zu der seichten Weihnachtsfrage. Nein, dann besprechen wir doch die im Apero, oder? Wie bitte? Die Weihnachtsfrage kann ich auch im Apero stellen. Kannst du sie auch im Apero stellen, genau. Also, weißt du, so. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Danke, schöne Festtage. Wir werden den Heiko Vogel dann im neuen Jahr richtig vorstellen. Ja.